Hi und herzlich willkommen hier zu einem Video. Heute mal ein bisschen außer der Reihe. Und zwar möchte ich mit euch heute über meine Erfahrungen mit der Budgetplanung sprechen. Und zwar, ja, mein Fazit zu einem Jahr Budgetplanung. Ich bin jetzt ein Jahr dabei. Ich plane jetzt ein Jahr lang kontinuierlich mein Budget. Und ich möchte euch heute hier in dem Video einfach mal erzählen, was das Ganze mit mir gemacht hat. Mit meinen Finanzen natürlich. Es gibt natürlich auch die eine oder andere Zahl, die ich euch da sage. Und ja, was das Ganze mit meinem Mindset auch gemacht hat. Also allgemein so mit mir, wie ich umgedacht habe, wie ich, ja, wie mein Kopf jetzt einfach anders tickt und wie einfach alles sich verändert hat. So mein Verhältnis zum Geld, dass ich einfach wieder merke, was Geld wert ist und dass es sich überhaupt nicht lohnt. Das Ganze so wie vorher, ja, irgendwie zum Fenster rauszuschmeißen. Das ist ein viel, viel besseres Gefühl, zu sparen und einfach vorbereitet zu sein auf eventuelle Dinge, die passieren können, was kommen kann oder einfach irgendwo abgesichert zu sein. Oder auch einfach mal mit dem, was man zurückgelegt hat, überlegt, sich was zu kaufen. Also wirklich überlegt, was kaufen und ja, sich vielleicht damit auch dann wirklich was Gutes zu tun, etwas Besonderes zu haben und nicht einfach so einen Massenkonsum zu leben, so wie ich den vorher gelebt habe. Ja, für alle, die gerade frisch zugucken, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Kim, ich bin 39 Jahre alt, ich werde dieses Jahr, Ende des Jahres, noch 40 und ich wohne alleine mit zwei Katzen, genau. Und eine davon seht ihr da auch auf ihrem neu erkorenen Schlafplatz. Es sieht vielleicht nicht ganz so bequem aus, aber ihr gefällt's. Also jetzt liegt die da schon irgendwie ein paar Wochen lang immer ganz gerne. Ja, und wir machen das jetzt heute zusammen mit der Lilly im Background. Genau. Ja, und ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich möchte euch ganz kurz erzählen, wie ich zur Budgetplanung gekommen bin. Das war nämlich total banal eigentlich. Denn ja, ich sag mal, ich habe halt vorher einfach mein Geld, was ich verdient habe, ausgegeben. Und ich habe einfach wirklich bei null angefangen. Also ich hatte nichts. Also 0 Euro, nichts gespart. Ich habe sogar mit Minus angefangen, denn aufgrund des Konsums. Es war natürlich nicht alles nur sinnloser Konsum, es waren auch so ein paar Sachen dabei, wie, ne, wir haben uns ja hier ein Eigentum gekauft, da gab es dann Renovierung und sowas, wo natürlich dann hier Geld in meine Wohnung geflossen ist. Aber ich sag mal, größtenteils habe ich einfach gekauft, ne? Und wenn ihr da mehr erfahren wollt, was so die Ereignisse waren, warum ich umgedacht habe und so, klickt mal auf das Video, was ich jetzt einblende. Da habe ich meinen finanziellen Weg schon mal so weit erklärt. Was mich halt zum Umdenken gebracht hat, was dazu geführt hat, dass ich halt wirklich so eine komplette Kehrtwende gemacht habe. So. Genau. Und ja, durch gewisse Ereignisse habe ich halt von heute auf morgen alles komplett umgeändert und mir gesagt, ja, so kann es nicht weitergehen. Und ich habe mich dann im ersten Schritt erstmal so auf Facebook in so Spargruppen angemeldet und so und habe gedacht, da holst du dir mal so ein bisschen Inspiration einfach. Und dann wurde mir eine Werbung vorgeschlagen für hier so ein Binder, so ein Budgetbinder. Und das habe ich mir angeguckt und das System an sich kannte ich vorher nicht. Ich hatte zwar mal was von der Umschlagmethode gehört, aber so in dem Umfang war mir das. Kannte ich vorher halt einfach nicht. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gesagt, jo, das ist was für dich. Das ist ein richtig cooles System. Das passt für mich, weil ich eh schon immer gerne irgendwie aufgeschrieben habe. Ich habe mir schon immer gerne To-Do-Listen geschrieben. Ich bin organisiert. Das war ich schon immer. Und ich habe auch immer meine Finanzen im Blick gehabt. Also meine Fixkosten und so. Das wurde auch immer alles bezahlt. Aber ich habe halt immer darüber hinaus konsumiert. Na, also ich habe mich da immer selbst belohnt. Ich habe immer gesagt, ja, dafür gehe ich arbeiten, also kann ich mir das auch kaufen. Genau. Und da habe ich gedacht, so, das ist ein Teil, das kaufst du dir, das ist was für dich. Da kannst du richtig schön alles dokumentieren und hast dein Geld in den Umschlägen und hast halt einen Überblick über jeden einzelnen
Spartopf über jede einzelne Kategorie. Und genau, so ging das bei mir los. Da habe ich natürlich dann auch mich mit der Budgetplanung so ein bisschen informiert. Also mir halt YouTube-Videos angeguckt und sowas. Und habe dann so auch erstmal diesen ganzen Umfang begriffen, was man da halt noch so zusätzlich alles machen kann mit dem Aufschreiben und ja, Haushaltsbuch halt führen. Na, und damit habe ich dann für mich selber angefangen im Juni letzten Jahres. Und ja, das war so mein Start in die Budgetplanung. Und seitdem habe ich halt immer Stück für Stück so einen richtigen Prozess durchlaufen. Na, also ich habe mir dann wirklich mal meine Fixkosten so richtig angeguckt. Und wie gesagt, die waren mir alle bewusst, aber es war mir egal, ob ich jetzt für meinen Strom wie damals 150 Euro im Monat bezahle. Es war mir auch egal, dass ich einige Abos hatte im Play Store, hier im Google Play Store, dann die App gekauft und dann Abo abgeschlossen und dies und das. Und das habe ich dann einfach mal so auseinandergedröselt und habe mir dann Gedanken darüber gemacht, was ist denn davon eigentlich überhaupt notwendig, und habe dann festgestellt, dass einiges überhaupt nicht notwendig war. Und so habe ich dann Stück für Stück Verträge gekündigt. Ich habe zum Beispiel dieses PlayStation-Jahresabo gekündigt, was auch irgendwie mittlerweile, glaube ich, 70 Euro im Jahr kostet oder so, da ich überhaupt gar keine Zeit mehr habe, irgendwie großartig zu spielen. Wenn dann nur im Urlaub, da lohnt sich das dann halt nicht. Dann habe ich einige Prime-Video-Channels gekündigt. Das ging dann alles so Schritt für Schritt. Ich habe den Stromanbieter gewechselt in einen viel, 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 viel günstigeren Vertrag. Alles Mögliche optimiert, gestrichen, geguckt, gewechselt. Und so bin ich jetzt auf dem Stand, dass ich meine Fixkosten erheblich reduziert habe. Und ich habe aber auch gleichzeitig meine Einnahmen erhöht. Ich bin dann hingegangen und habe mir einen Nebenjob noch gesucht. Also ich arbeite 40 Stunden die Woche im Büro und habe mir dann fürs Wochenende, für den Samstag, einen Nebenjob gesucht. Und zwar gehe ich da jeden Samstag 5 bis 6 Stunden, je nachdem, wie viel anfällt, was ich zu tun habe, gehe ich putzen. Ich wollte einfach damit bezwecken, dass ich wieder ein Gefühl dafür bekomme, was Geld wert ist. Weil vorher war für mich Geld scheinbar wertlos. Ich habe es einfach immer ausgegeben. Und ich wollte ein Gefühl dafür bekommen, was Geld wert ist. Und mit dem Job habe ich da wieder ein Gefühl für. Vor allem mein Rücken, der fühlt das ganz doll. Und ja, somit ja, so habe ich gestartet, ne? Also ich habe Einnahmen erhöht, Fixkosten reduziert und ganz erheblich meinen Konsum, ja, ich will gar nicht sagen reduziert. Ich habe den nicht reduziert. Ich habe den einfach komplett eingestampft. Also ich kaufe wirklich nur noch das, was ich brauche. Und wenn ich mir was gönnen möchte, mache ich das auch, aber bewusst. Ich überlege mir, ob ich das wirklich brauche, und ich plane es mit in mein Budget ein. So, und im Januar diesen Jahres habe ich dann noch zusätzlich mit dem Wochenbudget angefangen. Da habe ich hier mir so ein Notizbuch zugelegt, und das seht ihr auch auf meinem Kanal. Das dokumentiere ich ja immer. Da mache ich ja immer die wöchentlichen, die Wochenabschlüsse. Und das war nochmal so ein richtiger Game Changer, weil da ging es dann so ein bisschen ins Detail, ins Eingemachte. Weil wenn man sich aufschreibt, was man die Woche so alles ausgibt, sieht man, wo noch Potenzial ist, was unnötig war und was man vielleicht noch einsparen kann. Und so habe ich es wirklich geschafft, zum Beispiel mein Lebensmittelbudget so weit zu drücken, dass ich nun weitaus weniger Geld für Lebensmittel ausgebe und damit halt auch zurechtkomme. Ich habe vorher immer bei Picknick bestellt, weil es bequem war. Na, die haben das einem nach Hause geliefert ohne zusätzliche Kosten. Man hatte aber einen Mindestbestellwert von 40 Euro. Der hat mich nie gejuckt, weil ich teilweise für das Doppelte eingekauft habe, weil es mir egal war. So, ich hatte dann den Kühlschrank voll mit sämtlichem Kram. Da ich sowieso auf meine Ernährung achte, war das jetzt nichts irgendwie Ungesundes, was ich mir da gekauft habe, aber ich habe halt mehr gekauft, als ich eigentlich brauchte.
Na, und ja, als ich dann mit den Wochenbudgets angefangen habe und mir Gedanken darüber gemacht habe, auch hinterher, ob das denn alles wirklich so nötig ist, auch immer diesen Mindestbestellwert von 40 € da ja, mich dazu praktisch zwingen zu lassen, jede Woche 40 € für Lebensmittel auszugeben und ich irgendwann gemerkt habe, das brauchst du eigentlich gar nicht, habe ich dann angefangen, dann immer jetzt wöchentlich bei Kaufland einkaufen zu gehen. Die Videos findet ihr auch hier auf meinem Kanal. Wie gesagt, für alle die, die jetzt zum ersten Mal zuschauen. Und da schaffe ich es wirklich, jede Woche weit unter mein Gesetzesbudget zu bleiben. Ich habe mir ein Budget gesetzt von 35 € die Woche, also von 140 € im Monat Lebensmittel für eine Person. Und das sind dann wirklich nur Lebensmittel, außer hin und wieder vielleicht mal Klopapier dabei oder Küchentücher oder sowas. Und ich habe es jetzt die letzten Wochen geschafft, da deutlich drunter zu bleiben. Und ich habe sogar im letzten Monat 20 € ungefähr, bin ich da im Gesamten drunter geblieben. Na, also ich habe im letzten Monat 120 € für Lebensmittel ausgegeben und es fehlt mir an nichts. Na, es ist eine Planung dabei. Ich habe auch ein Vorratsbudget, wo ich dann Dinge, die ich öfter mal brauche, im Vorrat kaufe. Da zehrt man unheimlich gut von. Kann ich auch nur jedem irgendwo nahelegen, da einen sinnvollen Vorrat aufzubauen. Und ja, somit hat sich das so entwickelt, dass ich auch für Lebensmittel überlegter Geld ausgebe und vor allem weniger Geld. Na, und ja, diese Denkweise, mein Geld halt nicht mehr zu verschleudern oder ich sag mal vielmehr die jetzt gefestigte Lebensweise, bringt mich halt immer noch weiter dazu zu schauen, wo ich immer noch besser werden kann oder wo ich meine Finanzen immer noch weiter optimieren kann. Na, also es ist immer so ein stetiger Prozess und das hat alles so die Budgetplanung mit mir gemacht. Na, einfach dieses Gefühl, jeden Monat Geld weglegen zu können und je mehr, desto besser, motiviert halt unheimlich. Aber, und das ist so ein Aber, was ich jetzt ja wirklich verdeutlichen will, ich möchte das alles schaffen und weiter so leben, ohne selbst dabei auf der Strecke zu bleiben. Und bisher gelingt mir das sehr gut. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir irgendwas fehlt. Mir fehlt mein früherer Konsum überhaupt nicht. Ich lasse mich auch von Werbung nicht mehr beeindrucken. Ich lasse mich auch von Aktionen irgendwie nicht mehr beeindrucken. Das stört mich alles nicht mehr. Ich habe gewisse Wünsche noch, natürlich. Aber die plane ich, wie gesagt, entweder mit ein oder die sind dann doch nicht so wichtig. Na? Und das merkt man dann erstmal, wenn man sich dann halt damit beschäftigt. Und ich sag mal, mein Konsumverhalten hat sich massiv geändert. Und ja, ich habe halt dieses Verlangen nicht mehr, irgendwelche Impulskäufe zu tätigen. Oder generell diese Impulskäufe sind komplett weggefallen. Ich bin kein Werbeopfer mehr. Also ich glaube wirklich, das letzte Mal, dass ich aufgrund einer Werbung gekauft habe oder ein Werbeopfer in dem Sinne war, war, als ich mir das Ding hier geholt habe. Wirklich. Alles andere war immer durchdacht, geplant und ich habe nicht einmal einen Impulskauf gehabt, dass ich dachte, das brauchst du jetzt. Nee, das war wirklich und das war ja eine geile Investition, ne, wenn man sieht, was daraus geworden ist. So, und jetzt kommen wir mal zu den Zahlen. Also aufgrund dieser ganzen Änderung und dieser Änderung meiner Lebensweise und da ich gemerkt habe, was Geld wirklich wert ist, habe ich die Möglichkeit, jeden Monat ungefähr 1.000 € zu sparen oder zurückzulegen. Mal mehr, mal weniger, je nachdem, ne, wie viel ich Einnahmen dann halt in dem Monat habe, weil mein Gehalt vom Hauptjob ist halt immer so ein klein wenig variabel. So, und somit habe ich es jetzt geschafft, mit der Budgetplanung innerhalb von einem Jahr circa 8.500 € zu sparen. Ich peile ganz stark die 10.000 € an. Ich habe so viel Geld noch nie gespart oder noch nie zurückgelegt. Das ist für mich was ganz Besonderes. Diese 8.500 € die ich jetzt bisher gespart habe, die setzen sich halt zusammen hier in den einzelnen Spartöpfen, die natürlich variabel sind. Ja, das heißt, ich habe da einen Spartopf drin,
für Haustiere. Na, das heißt, wenn meine Katzen zum Tierarzt müssen, dann wird da Geld rausgenommen. Oder ich lege da Geld zurück für meine Wohnung. Das heißt, wenn ich hier irgendwie was Neues brauche, weil was kaputt gegangen ist oder sowas, geht das Geld da auch raus. Na, ich habe aber auch gespart in einem ETF-Sparplan und auch in zwei Tagesgeldkonten. Im ETF-Sparplan sind mittlerweile, ich darf jetzt nicht lügen, 2200 Euro drin plus nochmal 200 Euro Zinsen oder 2000 Euro plus 200 Euro Zinsen, irgendwie so. Und ja, mein Ziel ist es, mein jetzt, ich sag mal, kurzfristiges Ziel, was sich aber so über 2 Jahre erstrecken wird, mit meinem Kredit eher fertig zu sein. Ich möchte den nicht bis 2027 bezahlen und deswegen möchte ich am Ende diesen Jahres 5 Monatsraten Sondertilgen, das kann ich dann kostenlos machen und möchte das Ende des nächsten Jahres auch nochmal machen. Na, ich muss ja immer eine gewisse Zeit haben, das Geld anzusparen, möchte aber trotzdem noch Rücklagen weitere bilden. Und das sieht bisher ganz gut aus. Da steht dem eigentlich nichts im Weg, dass ich das nicht schaffen könnte und aber trotzdem hier noch weiter Rücklagen im ETF und auch auf dem anderen Tagesgeldkonto bilden zu können und hier halt weiter in meinen Spartöpfen einzuzahlen, was mir ganz wichtig ist, weil es kann immer mal was kommen, wo man wirklich dann, ne, ich sag nur hier, ne, Katzen oder so, wo man dann einfach Geld braucht. Ja, und wenn der Kredit dann weg ist, habe ich die Möglichkeit, die Rate, die ich da monatlich bezahle, das sind etwas mehr als 500 Euro, jeden Monat noch zusätzlich wegzusparen. Und dann kann ich auch, oder dann werde ich auch, ich kann auch jetzt schon, aber dann werde ich auch meinen Nebenjob kündigen, sodass ich wieder eine normale 5-Tage-Woche habe. Und so habe ich dann diese Last weg einmal, also 2 Lasten weg, den Kredit und auch den Nebenjob, weil das ist natürlich auch ein bisschen anstrengend, ne? Jetzt immer dauerhaft eine 6-Tage-Woche, die habe ich jetzt seit, ja, so seit einem Jahr jetzt. Ne? Das merkt man schon. Aber ich will das einfach weiter durchziehen, weil ich so halt nun mal einfach meine Sparquote derzeit erhöhen kann und mir das ermöglichen kann, den Kredit auch eher loszuwerden. Ja, und das ist so, ne, eine Sache, die ich vorhab, die halt so alles so ein bisschen, ja, generell verändert. Und ich bin auch, ich sag mal, von allem, vom Denken her, auch was Konsum betrifft und so, ja, hat sich so mein Mindset halt auch so ein bisschen verändert. Na, das heißt, ich bin auch bewusster mit den Dingen geworden, die ich bereits besitze, die ich habe. Was dazu geführt hat, dass ich mich auch so ein bisschen mit dem Minimalismus auseinandergesetzt habe. Ich war nie jemand, der viel hatte, viel Kram hatte. Also auch das, was ich mir damals immer gekauft habe, das hat schon seinen Sinn gehabt. Ne? Ob es nötig war, ist eine andere Sache, aber es hat schon seinen Sinn gehabt. Aber ich habe halt jetzt auch in der Zeit viel umgedacht, bei vielen Dingen gemerkt, das brauche ich eigentlich gar nicht, das ist unnötig, das hält mich vielleicht auch nur auf, ob es mich vom Kopf her aufhält oder auch in meiner Putzroutine auffällt, dass irgendwas rumsteht, was unnötig ist und ich dadurch einen Schritt mehr habe oder wie auch immer. Ich habe unheimlich viel hier ausgemistet. Ich habe unheimlich viel, mich von unheimlich viel befreit, einiges optimiert und bin da auch immer noch dabei. Also auch da ist mein Kopf immer noch ja, am Rattern, was ich denn da noch verbessern kann, wo ich noch mal ein bisschen mehr was rausholen kann, dass ich einfach so ein bisschen freier bin, weil es ist, ich will jetzt nicht sagen, es macht süchtig, aber es ist schon echt ein geiles Gefühl, wenn man sich von Dingen trennt, wo man dann einfach merkt oder sich damit beschäftigt und merkt, das hast du jetzt schon 5 Jahre nicht mehr benutzt oder nicht mehr angeguckt. Wozu hast du das noch? Wozu brauchst du das noch? Wo man vielleicht immer das übersehen hat oder noch daran festgehalten hat. Und das sind halt so Sachen, die haben, ja, das hat die Budgetplanung mit mir gemacht. Also es ging so in einem über, das Geld sparen, die Einnahmen erhöhen, die Ausgaben reduzieren und genau das Gleiche halt mit dem Konsum. Ne? Den Konsum reduzieren,
dafür kein Geld mehr auszugeben und generell das zu überdenken, was man halt besitzt und das schätzen zu lernen, was man hat. Ja, und das, was man nicht zu schätzen weiß, das darf dann halt auch gehen. Na, und ich habe gerade gestern noch mal einen ganzen Kofferraum weggebracht zur Entsorgung, einfach weil ich meine Abstellkammer ausgemistet habe und da Sachen gefunden habe, die ich jahrzehntelang nicht mehr, überhaupt gar nicht mehr wusste, dass ich die besitze, weil die halt irgendwo in der Abstellkammer da im Regal in Kartons verpackt waren und ich mir dachte, da wird schon irgendwas Wichtiges drin sein und mir überhaupt nicht klar darüber geworden bin, dass das schon locker 10 Jahre da steht und ich eigentlich noch niemals mehr wusste, was da in der Kiste drin war. Ja, und am Ende waren es jetzt all meine CDs, die ich irgendwie mal besessen habe, die kein Mensch mehr braucht, wo ich dann auch geguckt habe, ob da vielleicht irgendwie noch ein Sammlerwert dabei ist, ob die jemand haben will, aber nein, das möchte keiner mehr. Vor allem sahen die auch überhaupt nicht mehr gut aus. Und sowas habe ich einfach behalten. Und ja, ich habe mich gestern wieder gut gefühlt, als ich das alles weggebracht habe. Ich habe jetzt wieder eine aufgeräumte Abstellkammer, wo ich wirklich überall weiß, was wo drin ist, was ich wo finden kann. Und meine Mutter sagte noch zu mir, wie, du hast deine Abstellkammer aufgeräumt? Die war doch aufgeräumt. Und dann habe ich ihr dann ein Foto gezeigt von den Sachen, die ich dann alle entsorgt habe. Und auch da. Also man ist dann erstaunt, was da einfach alles zusammenkommen kann. Und genauso ist es halt auch mit den Finanzen. Ich kann euch nur eins sagen, also für alle, die vielleicht auch noch überlegen, ob sie mit der Budgetplanung anfangen sollen oder die vielleicht denken, ach warum, ich habe meine Finanzen im Griff. Guckt euch das mal genauer an, schreibt das mal auf, wofür ihr Geld ausgebt, was ihr an Fixkosten habt, wie alt die Verträge sind. Und ich sag euch, man kann immer irgendwo noch was rausholen und irgendwas optimieren, wenn man es möchte natürlich. Na, aber ich denke mal, wenn man sich jetzt so ein Video hier anschaut, hat man da schon Interesse. Na, und gerade alte Verträge, die man einfach so laufen hat, die kann man hundertprozentig optimieren. Und sei es drum, dass sie einfach was die Konditionen betreffen, besser sind. Also jetzt nicht nur der Beitrag, sondern halt einfach die Absicherung, sei es jetzt bei einer Hausratversicherung oder Haftpflichtversicherung, dass da einfach die Bedingungen dann besser sind. Ja, also wenn man da Lust zu hat, sich damit zu beschäftigen, ja, bin ich mir wirklich sicher, weil bei mir war es auch so, man kann aus allem noch irgendwo was rausholen. Ja, und seit November letzten Jahres zeige ich dann meine Budgetplanung auch hier auf YouTube und oder halt alles, ne? Nicht nur die Budgetplanung, auch meine Einkäufe und das hat sich dann so Stück für Stück entwickelt, ne? Über was ich alles spreche und dann gibt es auch mal ein paar Spartipps und Schuldenabbau und sowas. So irgendwie aber alles rund um das Thema Finanzen, Planen, Budgetieren und so weiter und so fort. Und auch das hat einiges verändert bei mir. Weil ich hätte nie gedacht vorher, dass da so eine geile Community dahinter steckt. Also ihr alle, ihr Einzelnen, die immer kommentiert, die liked, die Tipps geben, das gibt so eine Motivation, dass man wirklich das ein oder andere dann auch nochmal überdenkt und dass man sich auch, sag ich mal, gerne Tipps auch von euch holt und alles. Also das. Für mich ist das nochmal so ein extra i-Tüpfelchen an Motivation, die ich hier durch die Community erhalte. Und dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Vielen Dank, liebe Leute. Also, ne, ihr seid da wirklich auch ein unheimlicher Motivator für mich. Und ja, das macht einfach, ich meine, vieles macht ja auch mehr Spaß in der Gemeinschaft. Und die ist da. Und von daher wirklich danke, Leute. Ganz, ganz lieben Dank. Ja, ich hoffe, ich konnte mit diesem Video Mut machen. Mut mit dem Budgetieren anzufangen, mit dem Optimieren anzufangen. Egal, ob es nun die Wohnung ist, das Mindset, die Finanzen, egal welchen Lebensbereich das betrifft, was hier mit reinspielt. Ich hoffe, ich konnte das rüberbringen, dass es auch zum Umdenken nie zu spät ist. Ich werde jetzt dieses Jahr 40. Ich habe es mit 38 geschafft, endlich mal darüber nachzudenken, dass es doch mehr im Leben gibt, als sein Geld bei Amazon auszugeben. Und
doch mal ein bisschen weiter zu denken. Also von daher, ich denke, man muss einfach nur anfangen, irgendwie einen Anfang finden. Bei mir war es halt, wie gesagt, so Ereignisse, die das Ganze ausgelöst haben. Und jeder kann das natürlich auf seine Weise machen. Ich habe es radikal gemacht. Von heute auf morgen habe ich einfach radikal alles komplett geändert. Und das ist aber nicht unbedingt für jeden was. Es reicht auch, wenn man einfach Stück für Stück beginnt. Also da muss jeder so seinen eigenen Weg irgendwo finden. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr euch damit beschäftigt, egal was es betrifft, wenn ihr euch damit auseinandersetzt, könnt ihr nur Erfolg haben. Und wenn ihr Misserfolge habt währenddessen, habe ich auch gehabt. Ich habe auch auf einmal eine fette Stromnachzahlung bekommen von 500 €. Und ich war so traurig, weil ich schon das Geld hier in meinen, so gedanklich in meinen Spartöpfen verteilt hatte und damit überhaupt nicht gerechnet hatte. Ja, und dann hatte ich mir einen Notgroschen aufgebaut von 300 € und war so stolz darauf, dass ich einen Notgroschen habe. Und dann habe ich einfach nur nicht aufgepasst und habe falsch geparkt und mein Auto wurde abgeschleppt. Das allererste Mal in meinem Leben habe ich diese Erfahrung gemacht und der Notgroschen war leer. War alles scheiße, aber im Nachhinein, ich habe dafür das Geld gehabt, ich habe das Geld dafür gehabt, ich musste nicht in irgendein Dispo gehen, ich habe nicht meine Visakarte, die nicht mehr existiert, dafür belastet. Ne? Also von daher, dafür machen wir das ja, ne? Dass man vorbereitet ist, auch für so dumme Sachen, ne? Wo man sich tierisch drüber ärgern kann, wo ich aber hinterher einfach drüber lachen musste. Und ja, so what? Ne? Shit happens. Deswegen, also Leute, startet damit. Ihr fühlt euch sicherer. Ne? Auch solche Sachen werfen euch dann nicht mehr aus der Bahn. Und macht das mit eurem Tempo. Nicht jeder kann jeden Monat 1.000 € zurücklegen. Nicht jeder kann einen Nebenjob anfangen. Das kann einfach nicht jeder. Ne? Ich lebe alleine. Es gibt auch noch Menschen mit Kindern, die einfach auch Verantwortung da haben, auch ihr Lebensmittelbudget da nicht so drastisch reduzieren können, wie ich das kann. Macht das auf eure Weise. Und wenn es jeden Monat 50 € sind, besser als 50 € sinnlos auf den Kopf zu hauen. Ne, von daher, ja, wenn ihr wollt natürlich, auf eure Weise und in eurem Tempo. Ja, was soll ich sagen, liebe Leute? Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mein Fazit hat euch gefallen, also Fazit kurz zusammengefasst, Budgetplanung für mich einfach top. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch, lasst mir was da und ich wünsche euch wie immer alles Gute. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.